Verzeihung, Sir. Sie wollen den Narren sehen, was? Das ist Paul Rick Haggerty, beraubt von der eigenen Schwester. Na, sie hat fast jeden ausgeraubt. Also, wer ist der Narr? Ich bin nicht sicher, wovon Sie sprechen. Dann wissen Sie wohl als Einziger nicht, dass Catherine mit dem Dieb Victor Rookwood und seiner Bande durchgebrannt ist. Einfach abgehauen. Ich hätte nie gedacht, dass sie mich mal beklaut. Uns. Aber sie war es eindeutig. Für den Diebstahl eines Familienerbstücks soll sie nach Azkaban kommen, Schwester oder nicht. Welches Erbstück hat sie gestohlen? Was für ein Familienerbstück wurde ihnen denn gestohlen? Eine Halskette. Sie gehörte der ersten der Haggerty-Frauen. Sie ist hunderte von Jahren alt. So viel Geschichte. Sie wird sie verpfänden. Warum soll Catherine zurückkommen, um das Dorf auszurauben? Warum sollte Catherine das Dorf ausrauben? Sie hatte es doch schon verlassen. Sehe ich wie ein Verbrecher aus? Woher soll ich das wissen? Sie hat diesen Ort immer verabscheut, hat es gehasst, hier aufzuwachsen. Vielleicht wollte sie uns demütigen. Sind Sie sicher, dass es Catherine war? Es hätte jeder sein können. Dank dieses Rookwood-Lumpen überrennen uns die Kriminellen. Ich wollte glauben, dass es irgendeiner von ihnen war. Nur nicht Catherine. Aber nur sie konnte wissen, wo das Erbstück versteckt war. Und sie wusste genau, welche Häuser sie ausrauben musste. Weil was ich... Ich kann mich nach dem Dieb umschauen. Sie? Unser Eins kann da nichts ausrichten. Das ist eine Aufgabe für Officer Singer oder eine ähnliche Instanz. Außerdem schlägt meine Schwester diese feige Diebin nur nachts zu. Da müssen Sie längst im Bett sein. Danke für Ihre Zeit. Ich sollte jetzt gehen. Vielen Dank. Ich sollte längst im Bett sein. Passen Sie lieber auf Ihre Sachen auf. Catherine würde einem noch die Augenbrauen aus dem Gesicht klauen. Ein Haufen Gold? Ich muss hier richtig sein. Der Dieb hat wohl mehr genommen, als er tragen konnte. Rebellion. Mal schauen. Hm. Das sollte ich untersuchen. Von hier aus rüber. Auch nicht. Auch keinen Sinn. Nicht wieder hier. Sie an. Rebellion. Ne, das war's. Ugh.
wie es aussieht. Karte. Eine Sammeltruhe fehlt immer noch. Nun frage ich, wo ist die? Revelio. Das sind zwei Sachen geblockt, oder? Revelio. Mehr Gold. Ich muss in der Nähe sein. Ich habe den Helm nicht angefasst. Aber danke, dass du als erstes mich verdächtigst. Immerhin weiß ich jetzt, wer meine Freunde sind. Ist da jemand? Nicht besonders. Doch, gerade doch hier. Kommst du nicht mit einem kleinen Streit klar? Protego! Akio! Aristo Momento! Descendo! Levioso! Peliamo! Incendio! Defulso! Confrido! Defulso! Revelio. Revelio. Wo haben wir? Hier waren wir doch schon mal gewesen. Revelio. Ich hätte es auch einfach haben können, oder? Dieser Tag ist schon viel zu lang. Du bist zum Sterben hier, was? Revelio. Ja, ja, da drüben geht's weiter. Ich weiß schon. Obwohl, da geht's auch noch. Endlich wir Kobolde herrschen.
Aufregung wäre schön gewesen. Leviosa! Das war wenig beeindruckend. Glitschig wie ein Aal. Was gibt's denn? Akio! Levioso! Descendo! Okay! Helium! Descendo! Mehr hast du nicht zu bieten? Eine bedauerliche Enttäuschung! Was überlebst du nicht, junger Mensch? Lapotego, du schon. Glaubst du, du hast mehr Ausdauer als ich? Du schon. Ja, haben wir eigentlich schon gehabt alles. Bloß unten waren wir noch nicht gewesen. Halt nachher. Ein Miffler. Es war doch nicht Catherine Haggerty. Revelio. Das muss das Erbstück der Haggerty sein. So, Schnüffel haben wir gehabt. Moment. Haben wir doch gehabt, oder? Revelio. Okay. Achso, wir müssen den noch fangen. Revelio. Arresto momento. Wie Mr. Haggerty die Neuigkeit wohl aufnimmt. Seine Schwester war nicht die Diebin und das Erbstück kehrt zurück an seinen Platz. Dass du aber so okay, viel verloren hast. Ah, Mist. Moment.
Einmal quer. Schmetterlinge habe ich auch übersehen. Wenn ich schon gerade da bin. Revelio. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Verschuldige doch bitte jemand anderen, wenn es dir nichts ausmacht. Revelio! Wollte wohl ich nicht mehr rausfallen. Ich passe da gar nicht rein. Nö, wir laufen langsam runter. Revelio. Lumos. Revelio. Eine ist immer gut. Ich verdiene. Du bist hier. Kommst du nicht mit einem kleinen Streit klar? Bringen wir es hin. Revelio. Revelio.
Zimtrinde. Okay. Nein, es war das da. Ist okay. Mehr haben wir hier nicht. Revelio. Wirklich nicht. Nee. Wo haben wir da runtergekommen? Egal. Moment, da sind wir hier. Nee. Okay, irgendwo habe ich jetzt gerade. Hier war das. Wie lange muss ich das denn noch machen? Leviosa! Deine Zinio fallen an mir ab. Die Hände. Revelio. Was haben wir hier noch? Okay. Interessant. Da oben haben wir auch noch was. Wie war das wieder hier? Kann ich trinken? Tauchen. Interessanter. Bin ich hier denn gelandet? Weit, weit weg. Okay. Mitten im Meer. Revelio. Repulso. Nein, das war es nicht. Revelio. Arresto Moment, ach hier. Revelio. Wahrscheinlich habe ich gerade die Tür aufgemacht, weil ich da den Hebel geholt habe. Ohne es zu wissen. Sonst noch was hier?
sieht nicht danach aus. Revelio. Okay, nur ein kleiner Schatzbereich. Dann gehen wir wieder hier raus. Dann geht man schon mal. Ist nichts. Auch nichts. Auch das sein, nein. Schnelle. Hier war doch noch was. Ach nee, ist auch nur ein Händler. Irrelevant. Wer hier wohl gelebt hat? Da hinten haben wir das Teil. Jetzt haben wir noch hier oben. Hm. War da wahrscheinlich, ne? Doch zu früh da gewesen. Oder ist halt. Ah, nee. Vingadium Leviosa. Schneeflocke. Lazio. Offen. Nur eine Truhe. Einer darüber, einer da und einer da hoch. Okay. Hm.
Einer nach da oben. Okay. Das wäre gelöst.